Seien Sie herzlich gegrüßt. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich ein Video online gestellt, in dem ich die Installation und die Planungsphase unserer Photovoltaikanlage beschreibe. Den Link dazu finden Sie unterhalb des Videos oder am Ende des Videos. Dieses erste Video ist bereits nach einem Betriebsmonat entstanden, da ein sehr schöner Sonnentag im Januar bereits Erfreuliches an Ergebnissen lieferte. Hier entstanden Erwartungen, ob sich diese Ergebnisse auf den Sommer hochrechnen lassen bei erheblich mehr Sonnenstunden und erheblich höherem Sonnenstand. Jetzt, Anfang 2023, ist nun ein komplettes Betriebsjahr vorbei. Das ist jetzt mal eine Gelegenheit zu gucken, ob sich die Erwartungen erfüllt haben oder ob sie sogar noch übertroffen wurden. Noch bevor ich in die Prüfung einsteige, sollten wir uns aber noch mal vergegenwärtigen, wie die Verhältnisse hier bei uns vor Ort sind. Zunächst einmal die wichtigsten Parameter. Die Anlage ist auf einem Reihenhäuschen installiert, dessen First von Norden nach Süden zeigt. Mit einer kleinen Abweichung von ca. 6 Grad gen Westen, sodass eine Viertelstunde vor Mittag der First genau Richtung Sonne zeigt. So gesehen gibt es eine eindeutig zum Osten ausgerichtete Dachseite und eine eindeutig zum Westen ausgerichtete. Und man könnte vermuten, dass die Ostseite am Morgen und die Westseite am Nachmittag Strom erzeugt. Gott sei Dank ist es mehr. Zwei Tatsachen sprechen dafür. Erstens, zu einer geringen Stromversorgung reicht schon allein das Tageslicht. Und zweitens, bei höherem Sonnenstand arbeiten beide Dachseiten gleichzeitig. Das gilt für den Zeitraum April bis September einschließlich, wo die beiden Dachseiten zusammenarbeiten, wo die Sonne im Westen am Nachmittag noch auf der Ostseite Strom erzeugt. Das möchte ich nun näher erläutern. Dazu schauen wir uns zunächst einmal die Belegung auf den beiden Dachseiten an. Auf der Ostseite beträgt die Dachneigung 30 Grad und die der Gaube 20 Grad. Hier sind 18 PV-Elemente verbaut, 15 davon auf der Gaube und 3 unterhalb des Firstes. Mit anderen Worten, bei einer Elementgröße von 1,80 m x 1 Meter sind 27 Quadratmeter unter 20 Grad und 5,4 Quadratmeter unter 30 Grad verbaut. Auf der Westseite, also auf der Straßenseite, war wegen der einzuhaltenden Mindestabstände zu Dachöffnungen und zu den Gebäuden der Nachbarn nur die Installation von 7 PV-Elementen möglich. Das sind 12,6 Quadratmeter. Die Dachneigung beträgt hier 60 Grad. Kommen wir nun zu der Effektivität der PV-Elemente, insbesondere der auf der Ostseite des Hauses. Im Querschnitt stellt sich das so dar. Und das haben wir schon als Kinder gelernt. Im Osten geht die Sonne auf, im Westen geht sie unter. Ziehen wir uns nun eine gedachte Linie vom First des Hauses zur unteren Kante der Gaubenelemente. So wird klar, dass die östliche Seite Strom erzeugt, sobald die Sonne oberhalb dieser gedachten Linie steht. Diesen oberen Wirkungshalbraum stelle ich hier leicht gelb schattiert dar. In den Monaten November bis Februar ist der Sonnenstand meist darunter und vom März bis September vermehrt bis vollständig darüber. Das heißt, und damit haben wir während der Planungsphase überhaupt nicht gerechnet, arbeitet die Ostseite im Hochsommer
nahezu vollständig während der Zeit, wo die Sonne am Himmel steht. Zu einer Bilanz gehören natürlich auch Preise. Damit will ich auch nicht hinterm Berg halten. Unsere Anlage wurde im Jahr 2021 bestellt und auch installiert. Seitdem haben sich die Preise durch die Pandemie, durch den Krieg in der Ukraine, durch die Inflation und durch die Lieferengpässe stark erhöht. Wo die Entwicklung hingeht, kann man nicht absehen. Da muss man wachsam sein. Ich hatte bisher die Erfahrung gemacht, je früher man es macht, umso weniger rutscht man in die hohen Preise. Die Kosten der PV-Anlage liefen sich im Gesamten auf 31.633 Euro. Zieht man die Mehrwertsteuer ab, das sind 6.010 Euro, und die Förderung für den 9,8 Kilowattstunden Speicher von 960 ab, verbleibt ein Rest von 24.665 Euro. Die Wallbox, die wir danach noch haben installieren lassen, hatte einen Kostenfaktor von brutto 3.656, weniger Mehrwertsteuer 583, verbleibt ein Nettobetrag für die Wallbox von 3.072 Euro. Insgesamt hat dann die PV-Anlage mit Wallbox 27.738 netto gekostet. Sie sehen, die Erstattung der Mehrwertsteuer bringt erheblich mehr als die Förderung. Die Mehrwertsteuer erhalten Sie dann zurück, wenn Sie bereit sind, eine Betreiberfirma zu gründen und vierteljährliche Umsatzsteuervoranmeldung zu leisten. Und jetzt die Betriebskosten der Anlage. Bis 2022 haben wir mit unserem Versorger einen Vertrag über 4.000 Kilowattstunden abgeschlossen und hatten eine monatliche Rate von 115 Euro zu zahlen. Mit der Anlage, das haben wir uns ausgerechnet, werden wir mehr als die Hälfte sparen und haben daher den Vertrag mit dem Versorger auf die Hälfte, also auf 2.000 Kilowattstunden geändert, wodurch die monatliche Rate noch 55 Euro betrug. Westnetz hat aufgrund der Schätzung bei der Anmeldung sich bereit erklärt, eine monatliche Vergütung von 41 Euro zu zahlen. Was zu gut Deutsch heißt, dass wir noch monatliche Kosten für den Strom von 14 Euro hatten. In der Mitte von 2022 erhöhte der Versorger die monatliche Gebühr von 55 auf 85 Euro, also um 30 Euro, wodurch unsere monatliche Belastung auf 44 Euro stieg. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die monatliche Ersparnis bei 110 Euro liegt, macht das aufs Jahr umgerechnet 1.320 Euro aus, sodass der Return of Investment Point nach ca. 21 Jahren erreicht ist. Nicht berücksichtigt sind hier eventuell anfallende Reparaturen oder Tarifänderung der Stromversorger. Kommen wir nun zu den Leistungsdaten der PV-Anlage. Beginnen möchte ich mit einem trüben, dunklen Tag im Januar, dem 5. Januar des letzten Jahres. Im Tagesdiagramm, was Solar Edge mit seiner App zur Verfügung stellt, sehen wir oben den Verbrauch und unten den Ladezustand des Speichers. Die Hausversorgung erfolgt ausschließlich aus dem Netz und ist rot
dargestellt. Keine Unterstützung durch das Dach. Der Speicherladezustand ist unten dargestellt in hellblau und man sieht, da tut sich nichts. Ein paar Tage später, übrigens das Beispiel aus dem Video des Vorjahres, schien ganztägig die Sonne und da sehen die Dinge schon anders aus. Hier ist die direkte Verwendung des Stroms der PV-Anlage dunkelblau eingezeichnet. Produziert die PV-Anlage mehr, als das Haus im Moment braucht, wird damit der Speicher gefüllt, mit hellblauer Farbe sichtbar. Stoppt am Abend der Sonnenschein, wird zunächst einmal das Haus weiter mit dem Strom aus dem Speicher versorgt, soweit er da ist. Danach versorgt sich das Haus wieder aus dem Netz. Da eine Einspeisung ins Netz erst bei vollem Speicher durchgeführt wird, kommt es zu dieser Jahreszeit noch nicht dazu. An einem sonnigen Sommertag, hier der 21. Juni 2022, also der Sommeranfang, sehen die Verhältnisse noch ganz anders aus. Sofort fällt das Fehlen der roten Farbe in den Diagrammen auf. Es wird kein Strom aus dem Netz bezogen. Um Mitternacht ist der Speicher vom Vortag noch um 80% gefüllt, um sich bis zum Morgen, bis zum Sonnenaufgang auf 60% zu reduzieren. Und nach Sonnenaufgang sehr schnell wieder bei 100% zu sein. Der mächtige Peak im Verbrauchsdiagramm kommt durch das Laden des Hybridautos zustande. Ein Moment, wo die Leistung vom Dach nicht mehr ausreicht und Strom aus dem Speicher zu Hilfe genommen wird, fällt auf unten die Leuchtebeule nach unten zum gleichen Zeitpunkt. Nach dem Laden des Autos sind die 100% im Speicher wieder sehr schnell erreicht. Das Einspeisen ins Netz pausiert für diesen Moment. Nach dem Laden des Autos ist der Speicher schnell wieder bei 100%, um sich dann bis Mitternacht auf 80% zu verbrauchen. Der gleiche Zustand, wie wir den um Mitternacht davor hatten. Die letzten Sommer waren die wärmsten seit Beginn der langfristigen Wetteraufzeichnung und jeder der drei letzten Sommer war eine Steigerung zu dem Sommer davor. Die Diagramme des Monats Juni zeigen eine Gesamtproduktion von 1,22 Megawatt, von denen 27% fürs Haus benutzt wurden und die restlichen 73% wurden eingespeist ins Netz. Das Haus in diesem Monat hatte einen Strombedarf von 335 Kilowatt, davon oder 7 Kilowatt wurden aus dem Netz genommen, das sind keine 2%. Gucken wir auf das ganze Jahr 2022, so hat die PV-Anlage das Haus in den Monaten März bis September nahezu zu 98-100% mit Strom versorgt. In den Monaten Mai bis August war die Monatsproduktion sogar größer als 1 Megawatt. Schauen wir auf das Ganzjahresdiagramm 2022. Oben links bei der Produktion sehen wir eine Ganzjahresproduktion von 7,52 Megawatt. Wovon 4,38 ins Netz eingespeist wurden. Rechts ist der Bedarf des Hauses, der mit 4,25 Megawatt etwas höher liegt als in dem Vorjahr, was mit dem Hybridauto zusammenhängen dürfte. Aber von diesen 4,25 Megawatt wurden nur 1,1 Megawatt aus dem Netz bezogen.
Die restlichen 3,15 Megawatt lieferte die PV-Anlage. Das untere Diagramm zeigt das Nutzungsverhältnis vom selbstbenutzten zum eingespeisten Teil der Stromproduktion der PV-Anlage über die Monate. Diese Daten bestätigten sich zum Jahresende beim Ablesen des Stromzählers. Die Werte wurden am Westnetz gemeldet und wir sind sehr gespannt, ob und wie Westnetz die Vergütung anpassen wird. Das Interesse von unseren Freunden und Nachbarn ist sehr groß und immer wieder hören wir die gleichen Fragen. Frage Nummer 1, was kostet die Anlage? Ich denke mal, dieses Video gibt darauf die Antwort. Die zweite Frage ist, lohnt sich ein Speicher? Voranschicken muss ich, dass der Kostenanteil eines Speichers an den Gesamtkosten zwischen einem Sechstel und einem Fünftel liegt. Und ob sich ein Speicher lohnt, versuche ich klarzumachen anhand der Tagesdiagramme von diesem sonnigen Januartag und von einem Sommertag. Eins ist klar, nachts oder bei schlechtem Wetter wird dann grundsätzlich der Strom aus dem Netz benutzt. Bei gutem Wetter wird der Überschussstrom sofort ins Netz für wenig Geld eingespeist, um dann danach teuren Strom aus dem Netz zu beziehen, sobald die Nacht kommt oder das Wetter schlechter wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Ohne Speicher halte ich eine Photovoltaikanlage nicht für sinnvoll. Auch rate ich davon ab, erst eine Anlage ohne Speicher zu installieren, um dann nachzurüsten. Wenn man es, aus welchem Grund auch immer, partout erst ohne Speicher versuchen will, ist unbedingt darauf zu achten, dass bei der Erstinstallation schon ein speichertauglicher Wechselrichter installiert wird. Sonst wird das Nachrüsten doppelt so teuer. Wir glauben, das Video macht klar, dass wir mit der Anlage hochzufrieden sind und dass unsere Erwartungen weit übertroffen wurden. Unsere Hauptmotivation war unser bescheidener Beitrag zum Klimaschutz und zum Umweltschutz. Finanziell ist es natürlich eine Investition, die sich unserer Meinung nach aber auch dann noch lohnt, wenn man mit Krediten finanziert. Erst kürzlich erreichte uns die Nachricht unseres Versorgers, dass ab März 2023 sich unsere Strompreise mehr als verdoppeln. Da unser Verhältnis von selbstproduzierten zum bezahlten Strom bei 3:1 liegen, treffen uns solche Erhöhungen natürlich nur zum Teil. Die monatliche Ersparnis erhöht sich und die Amortisationszeit wird kürzer. Meine Frau und ich, wir sind beide über 70, hoffen jetzt, dass wir diesen Zeitpunkt noch erleben werden. Darüber hinaus haben wir aber auch noch Pläne. Eine Wärmepumpe ist bestellt und wird, wenn wir Glück haben, Mitte des Jahres installiert. Die Pumpe wird zwar unseren Verbrauch wieder erhöhen, aber den Bedarf an Gas zu Null setzen. Ich denke, ich werde darüber berichten. Bis dahin, machen Sie es gut, leben Sie wohl und bleiben Sie gesund.